Guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler Börse Frankfurt und so nebenbei auch ein bisschen technischer Analyst. Und genau aus diesem Grunde schauen wir uns Apple an, denn der Apple-Chart sieht wieder sehr interessant aus. Was meine ich damit? Ihr seht wieder einen Chart, der ist schon wie so oft relativ alt, also da wurde irgendwann angefangen hier, da seht ihr noch die Prognosepfeile, der ist schon 2 Jahre, 2,5 Jahre alt und allzu viel hat sich gar nicht getan. Wie ihr seht, dieser Bereich hier 125 wurde gut angelaufen, dann haben wir hier ein Allzeithoch gehabt bei der knapp 200 US-Dollar runden Marke, seitdem wieder der Abfall des Kurses und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich wie so oft die große Frage, wie geht es denn weiter? Denn letztlich, ihr seht es, alle Freunde der Trendfolgetheorie. So, ja, bitte, ihr wisst, alles mit Gemütlichkeit zu sehen. Wir haben jetzt erstmal hier einen Hoch gesehen bei den 200, dann der Rückfall auf 165, also wunderbar, schöne Korrektur. Seitdem springt der Kurs auch wieder an, seit 26. Oktober. Das ist ja der Zeitraum gewesen, wo Nasdaq und alle Indizes massiv angestiegen sind, siehe Wochenrückblicke der letzten Wochen und so weiter. Und jetzt kommt aber Apple an den entscheidenden Punkt und das ist nämlich dieser Abwärtstrend. Kurzfristig September 23 gebildet. Der wurde hier schon, also hier gebildet, hier bestätigt, hier kommt er jetzt halt eben nochmal. Und das ist jetzt wichtig. Wie geht es hier weiter? Geht es einfach durch auf die 180? Und oder, ich glaube, Quartalszahlen müssen auch bald anstehen, ne? Vielleicht sogar mit einer Kurslücke hier deutlich nach oben, 182. Ihr seht, Kurslücken zuletzt hier im August hatten wir auch deutlich 190 runter auf 185. Also, Kurslücke geht immer. Kurslücke wurde auch hier geschlossen. Ja, auch wichtig, wie so oft, dass die Kurslücke dann doch zugemacht wird, aber das ist keine sinnvolle Strategie. Disclaimer und dementsprechend vielleicht hier mit einer Kurslücke drüber, das wäre natürlich das Einfachste für die Bullen, dann müssen sie sich hier nicht abmühen, plus hier oben und ja, über 183 wieder Weg frei auf 200 plus ein weiteres Kursziel auf der Oberseite, aber bitte bedenken, immer erst über neuem Allzeithoch, also über 200 habe ich sogar ein Kursziel ausgerechnet von 230 Dollar. Funktioniert das alles nicht? Seht ihr das hier als Flagge, Wimpel? Das ist mir völlig egal. Letztendlich, wir haben Aufwärtstrend, wir haben Abwärtstrend, der korreliert irgendwo. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Geht es natürlich unter diesen Aufwärtstrend in Grün aus Oktober. Dann 170 können fallen auf die 164, Bruch 162 nachhaltig, 157, Bruch dessen 145 und so weiter. Und dann landen wir irgendwann vielleicht hier unten bei 125. Das wäre natürlich ein Traum, wenn es so kommen würde für jeden, der langfristig ein Apple anlegen will. Aber soweit sind wir noch nicht. Von daher, erst einmal, und wenn das trendfolgend oder von der Bewegung eben, das ist ja natürlich ein Aufwärtstrend, dann ist die logische nächste Bewegung aufwärts gerichtet. Ja, also das bitte, das ist ganz klar. Aber Überraschungen und Überraschungen auf der Unterseite, die tun dann doppelt weh, die muss man einplanen, vor allem wenn dann wirklich jetzt Zahlen kommen. In diesem Sinne, technische Analyse zu Apple. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.